Wir haben uns schon mehrmals getroffen, aber irgendwie dachte ich muss noch mal sitzen, weil ich bin so ein Fan. Ich Was? weiß nicht, wie macht die Deutsche das? So, weil bei mir ist es so, ich wechsle immer, aber das geht nicht, ne? Man kann nicht hin und zurück von duzen zu sitzen, oder? Sag mal. Also, wenn, dann wäre das sehr böse für denjenigen, mit dem du dich vorher geduzt hast. Und wenn du dann ihn plötzlich mit sie ansprichst, dann ist das ein Zeichen, dass er dir irgendwie ziemlich böse Sachen getan hat oder so. Also das macht man eigentlich nicht. Wenn man mal du war, dann bleibt man auch beim du. Außer man sagt dann, ich möchte, dass sie ab jetzt wieder sie zu mir sagen. So, und dann hat das aber auch meistens einen bösen Hintergrund, weil man möchte dann wieder die Distanz, also den Abstand haben. Weißt du? Also insofern sollten wir uns beim Du einigen. Okay, dann eignen wir, weil so bei mir, ich dachte, es kann so es in jeder Situation anders sein, so dass manchmal man sagt, okay, das ist in Ernst und jetzt sitzen wir für die nächste halbe Stunde. Nee, geht nicht. Nein. Nee, no, dann sind wir bei du. Pierre Sanusi-Bliss, Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, es ist so eine Freude, nochmal zu treffen. Nochmal wieder zu sehen, auch mit Zoom und zwischen diesem Bildschirm und alles, hätte mich lieber wirklich so persönlich getroffen, ehrlich gesagt, weil jedes Mal, wenn wir treffen, das ist so mit dir, dass so Stunden später lache ich, weil die Witze kommen so irgendwie, ich verstehe die nur eine Stunde später. Okay, ja gut, aber das liegt vielleicht, eigentlich ist es ja meine Schuld, weil mein Englisch ist wirklich so schlecht, dass es keinen Zweck hätte, weder Witze auf Englisch zu machen, noch dass wir uns Englisch unterhalten. Ich würde ständig überlegen, wie muss dieses Wort jetzt, damit der Satz einen Sinn ergibt und so. Also ich bin da echt, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich hinter dem eisernen Vorhang damals groß geworden bin und kein Englisch gelernt habe. Und ja, und inzwischen hätte ich es zwar lernen können, aber ich habe sag mal, so ein Survival-Language-Level, wo ich sage, damit komme ich um die Welt. Also ich kann fragen, gehen wir zu dir oder gehen wir zu mir? Und also die wichtigen Sachen, aber mehr weiß ich dann nicht. Ach nee, das verstehe ich in meiner Soul. Ich bin so, ich glaube, Deutsch muss ich mein Leben lang lernen, ne? Und dann gibt es auch so die verschiedenen kulturellen Sachen, so wie Siezen, Duzen. Aber bei dir ist es wirklich, da gibt es einen Rhythmus zu deinem Humor. Man kann dazu tanzen. Und es ist so, und es bleibt mit jemandem. Das ist was sehr Besonderes ist bei dir. Okay, Auf jeden gut. Fall. So, der Filmprogramm ist heißt Past as Process. So, wie kann man das auf Deutsch sagen? Das ist so die Idee, dass die Vergangenheit ist ein Prozess. Und bei deinem Film Zurück auf Los, das ist so für mich immer so geblieben, wie das direkt anfängt mit so diese 360 Dreh mit dem Kamera. Der kommt runter auf diese Charakter Sam. Vielleicht kannst du ein bisschen so, und ich glaube, das hat was mit dem Titel zu tun, aber vielleicht kannst du ein bisschen von diese Kreise immer in dem Film sprechen. So, was wolltest du damit sagen? Na, ich wollte eigentlich nur genau das sagen, was man auch sieht. Also Also die Geschichte hat ja keinen wirklichen Anfang und hat auch kein wirkliches Ende. Es ist ein Sommerhimmel und aus dem schraubt sich so aus den Wolken sozusagen, die sind ja immer da. Also Wolken wird es geben, wenn es die Menschen nicht mehr gibt oder also Wolken gibt es auf diversen Planeten, wo es keine Lebewesen gibt, aber Wolken gibt es ja. Und die Geschichte schraubt sich im Prinzip aus den Wolken in diese große Stadt hinein. Und am Schluss ist es ja dann auch so, dass die Kamera am Ende des Films nach 1 Stunde und 40 Minuten auch wieder sich direkt in die Wolken bewegt. Und das ist so meine Klammer. Also es gibt keinen Anfang und gibt kein Ende. Ja, und das,
Da habe ich das stand auch schon genauso im Drehbuch, weil ich immer sehr viel das alles aufschreibe, was in meinem Kopf auch schon vorgeht. Also dass der ganze Anfang ist halt mit einer Steadicam halt gedreht, die dann mit in die Kneipe rein und das Telefonat und dann laufen so die Titel schon drüber und es ist alles ohne Schnitt. Ja, und der Unfall gleich am Anfang, mit dem es losgeht, ich hatte ja eher so vor Augen, dass ich da plötzlich ins Bild komme wie Arnold Schwarzenegger im Terminator. Es ist leider nicht ganz das geworden, aber es hat natürlich auch einen gewissen Witz, gleich am Anfang des Films von einem Leichenwagen angefahren zu werden. Ja. Und diese kleinen Zeichen, aber mit Humor, das ist so die Art, auf die ich halt gerne was erzähle. Das ist, was ich meine, weil ich habe Angelika Fenner zu danken, dass die mir so zu diesem Film gebracht hat vor Jahren. Und jedes Mal, wenn ich das anschaue, fühle ich mich zu noch was Neues an. Ist es auch bei dir so, dass wenn du das jetzt anschaust, so 20 Jahre später, dass du bist auch so überrascht bei ein paar Sachen in dem Film? Ja, ich habe ihn ja letztes Jahr das erste Mal wieder gesehen seit vielen, vielen Jahren, weil es darum ging, 20 Jahre ist er dann halt alt. Also 2020 im Prinzip war so ein kleines Jubiläum. Und das war noch vor dem Lockdown hier in Berlin, hat das Kino in der Brotfabrik, das ist so ein kleines Programmkino, die haben den Film gezeigt. Und den habe ich mir natürlich dann mal angeguckt, wieder auf einer Leinwand, wann passiert das schon? Und das ist schon verrückt. Also es ist ja auch ein bisschen, man schaut ja dem Tod bei der Arbeit zu. Im Prinzip, ja. Also, naja, wenn man sich selber halt in fast jeder Einstellung im Film sieht und auch seine Freunde und Bekannte, die alle mitspielen, das ist ja auch die Kleindarsteller, die da mit dabei sind. Ich meine jetzt nicht die Gäste, sondern richtig die Kleindarsteller, das ist ja alles Familie. Also ich sehe meine Nichte zum Beispiel, die im Hintergrund auf der Straße Hopse spielt und die hat inzwischen zwei Kinder. Oder ich sehe meine Mutter, die da hinten im Hintergrund in der Kneipe sitzt oder also kann mich genau erinnern an das, was sie da trägt, weil das hat sie immer noch. Also ich hab solche alten T-Shirts nicht, aber meine Mutter trägt immer noch die gleichen Klamotten. Und solche Sachen habe ich dann einfach gesehen beim Zugucken. Und natürlich an ein paar Stellen ärgert es mich dann, muss ich sagen, weil wir haben ja damals noch auf Film gedreht. Also das ist ja, heutzutage kann man dann eben digital viel nachbearbeiten sozusagen oder ein paar Sachen ein bisschen anders machen oder farblicher besser angleichen oder so. Und der Film ist ja letztendlich entstanden auf Restrollen, auf Filmen, der übrig war von anderen Firmen. Und wir haben die restlichen Rollen, die dann noch zur Verfügung standen, haben wir dann gekriegt sozusagen und haben das alles da gedreht. Dann war ganz oft war kein Material mehr da, wo man dann eben weiß, okay, ich kann diese Sache eben nur zweimal machen, weil wir haben nicht mehr Material für den Tag heute. Das wird sonst schlimm, sonst wird's blöd, ja. Und das ist ja heutzutage alles nicht mehr der Fall. Dann nimmt man eine neue Speicherkarte oder man schiebt das rüber auf den Computer, was man auf der Speicherkarte drauf hat, und schon kann man locker von vorne gleich anfangen. Und damals, also das habe ich einfach gesehen, also auch diese paar Zwänge, die man so hatte oder ein paar Sachen, die ich heute vielleicht anders machen würde. Aber auf der anderen Seite gehört ja genau das mit dazu. Also das macht den Film ja aus. Das macht auch dieses Zeitkolorit aus. Also im Prinzip diese vordigitale Phase. Ja, also das ist wirklich noch, es sieht jetzt nicht aus wie handgemalt, aber das sind ja alles noch
das sind noch andere Farben, es ist noch körniger, es ist da ist so ein Filmgrain drüber, es ist nicht alles so gestochen scharf und auch bei den Übergängen holpert es manchmal oder der Ton lässt sich teilweise, ließ sich dann hinterher im Nachhinein nicht mehr so angleichen, wie ich das wollte. Das wäre heutzutage digital alles kein Problem. Ja. Und das sehe ich halt dem Film an. Aber andererseits, ich habe gemerkt, dass ich da nur so die erste halbe, dreiviertel Stunde drauf geachtet habe und dann hat's mich wirklich wieder mit reingezogen. Also ich habe also in die Geschichte, ja, ich hatte auch viele Sachen schon vergessen und habe dann auch gemerkt, wie die Leute, das Kino war voll, das ist ein kleines Kino, aber es war voll. Und die Leute haben richtig abgefeiert und das fand ich großartig, ja, bei so einer speziellen Geschichte, die aber eigentlich universal ist, ja. Ich habe das ja nicht als schwulen Film gedreht. Es gibt ja zwischen Schwulen gibt es ja keine anderen menschlichen Gefühle als zwischen Heterosexuellen oder so. Es bleibt ja alles das Gleiche, ja. Und insofern habe ich nur wieder gemerkt, dass dieser Film wirklich sehr, sehr universal ist, was das angeht und die Gefühle, die ausgelöst werden. Ja, das also ich mag ihn immer noch, muss ich sagen. Ja. Ja, du hast wirklich einen Klassiker gedreht und es ist so ein Familienfilm und außerdem ist es ein Musical, ne? So wirklich ist es ein Musical und vielleicht kannst du dazu sprechen, so diesen Impuls, ein Musical zu schreiben und dann auch mit Schlager. Musik. Ja, naja, es ist schon zu der Zeit, wo ich den Film gedreht habe, beziehungsweise kurz vorher, als ich das Drehbuch geschrieben habe, hat mich dann schon geärgert, dass diese ganzen Lieder, unsere ganzen Songs, die wir in der DDR, also in der Deutschen Demokratischen Republik, in der ich groß geworden bin, die wir hatten so tolle Musik und plötzlich war die Wende. Die Mauer fiel und nichts von dem wurde mehr im Radio gespielt. Also es war ja immer schon das Problem, dass man auch so kaum was wiedergefunden hat, was ich rumgerannt bin, um mein Joghurt wiederzufinden, mein Knäckebrot, mein Kaffee. Ja, das klingt jetzt alles ganz blöd, aber warum? Ich bin 27 Jahre mit diesem Joghurt groß geworden. Warum habe ich jetzt 20 andere, aber meine nicht mehr mit dabei. Ja, also das war, als wäre das alles schlecht, was wir konsumiert hatten. So kam das dann immer ein bisschen rüber. Und das hat mich halt auch geärgert. Auch beim Drehbuch dachte ich, Mensch, was macht der eigentlich? Also der liebt Musik, er liebt auch Schlager, aber eben so die Mischung aus Chanson und Schlager. Also das gibt es ja auch noch mit anspruchsvolleren Texten. Also nicht einfach so ditz, 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 ditz und oder so, ja, also nicht so Après-Ski oder diese ganzen Sachen, sondern eben gehaltvolle Schlager und da, die ich schon lange nicht mehr gehört hatte. Und da gibt es eben die Veronika Fischer oder Holger Biege, der ist inzwischen leider auch gestorben, vor 2 Jahren, glaube ich, der hat einen Schlaganfall. Also es gibt tolle Komponisten und Musiker, gab es in der DDR, und da dachte ich, dann singe ich einfach was von denen. Also deswegen hat Sam auch diese Idee, dass diese Musik nicht sterben darf und er eine CD damit aufnehmen möchte. Ja, und eigentlich sollte ich das im wirklichen Leben auch mal machen, fällt mir gerade ein. Also könnte ich, also wenn ihr da irgendwelche Sponsoren habt, sagt Bescheid, ich gehe gerne ins Studio und suche mir 10 bis 15 solche Songs raus, die wirklich richtig gut waren in der DDR. Und ein paar Musiker und dann nimmt man das nochmal auf, ja, vielleicht im heutigen Gewand. Aber ich finde halt schade, dass diese ganze DDR oder auch Ostmusik gar nicht mehr so auftaucht. Und das ist übrigens auch was ich letztens erst kritisiert habe. Es ist ja auch durch die Pandemie wieder viel von Europa und so die Sprache, weißt du. Aber dieser große europäische Gedanke. Aber wir wissen nichts über unsere Nachbarn. Wir tun immer so europäisch und wir haben den Euro und wir tun so und jetzt haben wir keine Grenzen und so. Aber im Zweifelsfall wird dann erstmal ganz schnell dicht gemacht. Aber über unsere Nachbarn wissen wir nichts.
Ich weiß nicht, wer in der Tschechei gerade in den Charts ist. Das ist mein Nachbarland. Ich weiß nicht, was die Polen am liebsten lesen. Nichts dergleichen. Ich weiß nicht, wer bei den Franzosen in den Charts ist. Welcher Kinofilm da, wenn die Kinos wieder aufmachen oder was da am meisten gestreamt wird. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich in Portugal nicht aus, außer dass die ohne Ende Fado hören und wahrscheinlich nur am Weinen sind bei dieser Musik oder so. Aber wir wissen doch eigentlich nichts. Wir wissen eigentlich nichts voneinander. Es gab früher im deutschen Fernsehen mal sowas wie Spiel ohne Grenzen. Da haben dann aus allen Ländern sind dann so gegeneinander so angetreten Teams, die das gibt es alles nicht mehr. Ja, also wir wissen wirklich nichts voneinander. Und das ist jetzt europaweit. Und ich meine, im Film, das habe ich nicht zum Thema gemacht, aber da ist es ja schon Westdeutschland und Ostdeutschland. Was wussten die Bessis denn über die Ostdeutschen? Ja, und das ist teilweise heute noch so. Ich habe in München Leute kennengelernt, die waren jetzt 30 Jahre nach der Wende immer noch nicht in Berlin zum Beispiel, also immer noch nicht im Osten, wie sie sagen. Ja, und ich meine, die Mauer ist jetzt schon länger weg, als sie überhaupt stand. Und sie bleibt trotzdem in den Köpfen so dermaßen präsent. Und das hat auch damit zu tun, dass man, also dass auch gerade in Ostdeutschland es so auch schlimm ist, was unsere Hautfarbe angeht, zum Beispiel diese No-Go-Areas oder dass in Sachsen die AfD, diese fürchterliche Partei, so im Kommen ist und bei 26% liegt, wenn man die wählen würde. Ja, das hat auch damit zu tun, dass man uns einen Großteil unserer Kultur geraubt beziehungsweise nicht mehr sichtbar gemacht hat. Als wäre das nicht so viel wert wie die Westkultur. Und das ist schade und das ist schlimm. Und davon, das sehe ich jetzt 20 Jahre nach dem Film sogar, also noch extremer. Aber davon, sage ich mal, hatte ich schon eine Ahnung, als ich dieses Drehbuch geschrieben habe, dass das alles so weg ist. Ja, deswegen spielt der Film ja nur in Ostberlin, auch das, also mit diese Häuser, die eben, wo eben noch nicht alles verputzt ist und noch nicht alles so sauber gemacht wird und wo alles noch individuell ist, ja. Und das ist schon ein Zeichen, was ich damit setzen wollte. Ja. Nee, ich finde es so, es wird echt schade, dass wenn das auf Video gedreht wird, weil genau das, die Wände in diese Prenzlauer Berge, WG, so, dass man das wirklich auf Film, so diese Gefühle und die Geräusche hat, so, wenn man das anschaut, weil das auf Analog ist, so, ich finde, es ist sehr passend. Ja, ich will auch gerne diese CD oder DVD oder Album von dir hören, dein Wort in Gottes Ohr. Super. Wirklich. Das wird der Hammer. Ich glaube, die Welt braucht das auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist nicht nur eine Schnapsidee hier. Ich hoffe, dass das kommt wirklich. Ah, ja. Ich müsste mich mal richtig dahinter klemmen. Also ich hatte mir auch schon mal so ein paar Titel ausgesucht und hatte auch mal mit einem Produzenten gesprochen. Das ist dann echt, aber das ist, ich weiß nicht, 8 Jahre her oder so. Und dann kommen wieder andere Sachen dazwischen. Und ich weiß nicht, hätte mich mal dahinter klemmen müssen. Gerade jetzt in Pandemiezeiten, wo ich viel zu Hause war, weil eine Unmenge an Verträgen bei mir geplatzt sind, weil ich viel Theater spiele. Das geht jetzt alles nächsten Monat wieder los. Aber eigentlich hätte ich jetzt ein bisschen Zeit gehabt, aber dann hat man es doch nicht im Kopf. Also man empfindet das selber nicht als so dringend und als ob die Welt drauf gewartet hätte. Allerdings, wenn ich dich jetzt höre und du sagst, das wäre großartig, ja, dann, sowas hätte ich gebraucht. Du hättest mir das täglich sagen müssen. Wo warst du? Ja, das müssen wir machen, einfach so, wirklich so. Ich lade dir ein für einen Corona-Burger-Test und dann machen wir das auf jeden Fall. Ja. Ja, ich brauche keinen Test, ich bin geimpft, zweifach inzwischen schon. Ach, das ist ja toll. Ja, das ist ja toll. Ja, weil ich pflege meine Mutter nebenbei und deswegen hat es geklappt, dass ich ganz unkonventionell an beide Impfungen schon rangekommen bin. Insofern, mir kann keiner mehr
Blöder Virus. Ich wollte zurück zu, weil du hast zurück auf los gedreht, geschrieben und dann warst du auch so Hauptdarsteller. Wie war diese so nicht Doppelrolle, aber so dritte Rolle? Hat das denn Zeit gekostet oder Zeit gespart auf dem Set? Also ich weiß ja nicht, wie es anders gewesen wäre, aber ich denke schon, es hat Zeit gespart. Es ist ja mehr oder weniger deswegen entstanden. Also ich hatte das Drehbuch geschrieben und hatte mir halt die Hauptrolle geschrieben, weil im deutschen Fernsehen und Kino kriegen Leute mit meiner Hautfarbe, das ist immer noch so, wie du sicher weißt, wenig zu tun. Also das Fernsehen in Deutschland ist mehr oder weniger, bis auf ein paar Flecken, ist das rein weiß. Also das gäbe es in den Staaten nicht so. Die würden denen die Gelder streichen. Und hier werden wir eigentlich immer nur besetzt, wenn es dann Thema oder Problem des Films ist. Aber so als ganz normale Menschen, als Nachbar von nebenan oder sowas, passiert das halt höchst selten oder fast gar nicht. Ja, das ist schade. Und deswegen hatte ich dieses Drehbuch geschrieben und dachte, ach, ich spiele einfach mal einen ganz normalen Berliner. Bin ja ein ganz normaler Berliner. Bin kein Alien oder irgendwas, sondern so. Und es geht auch nicht um die Hautfarbe, sondern es geht einfach um Freundschaft, um Toleranz, um ein bisschen Krankheit und ein bisschen Drama und ein bisschen schwul sein und so. Und diese Stadt ein bisschen atmen. Und ich will einfach mal zeigen, dass das auch so zu machen ist. Und ich wollte eigentlich die Regie gar nicht machen, sondern eine mit mir befreundete Regisseurin, die ihr sicher auch kennt, das ist die Doris Dörrie. Der habe ich diesen wunderbaren Film zu verdanken, Keiner liebt mich, Nobody loves me, der lief, glaube ich, auch in den Staaten und läuft, glaube ich, immer noch an manchen Tagen in diversen Universitäten. Die machen dann so eine Nobody loves me Partys oder sowas. Ach. Also es gibt da echt irgendwie was. Ich habe da mal eine Rückmeldung gekriegt. Ja, und ich wollte, dass Doris das macht. Aber dieser Film ist halt fürs kleine Fernsehspiel. Das ist so eine Reihe im ZDF, im deutschen Fernsehen. Und die arbeiten halt gerne mit nicht so etablierten Leuten. Ja, und denen war im Prinzip Doris zu etabliert. Und dann habe ich aber überlegt, ich habe das Drehbuch geschrieben. Und ich schreibe auch ja sehr filmisch. Also wie gesagt, diese ganze Eingangssequenz, das steht genauso auch im Drehbuch. Also da und die Kamera und dann kommt ins Bild und der Leichenwagen und überhaupt. Und es steht alles genauso drinne. Und dann dachte ich, wenn jetzt ein junger, frischer Regisseur oder eine Regisseurin kommt, die sich mal noch verwirklichen will oder so, dann haben wir ein Problem, glaube ich. Weil ich hatte so im Kopf, wie es aussehen soll, hätte mich gerne in die Hände einer erfahrenen Regie begeben, weil ich weiß, da kommt vielleicht noch ein bisschen Input, dass man nicht so in seiner eigenen Soße schwimmt. Aber wenn jetzt jemand kommt, der nicht so genau weiß oder so, dann hält das wahrscheinlich eher auf, als wenn ich es einfach selbst mache. Und dann habe ich beim ZDF angerufen, beim kleinen Fernsehspiel und habe gesagt, ich würde das gerne selbst machen, weil ich hab das Buch geschrieben, ich spiele die Hauptrolle und wenn jetzt jemand dazwischen ist, der entweder mit den Texten hadert oder mir ständig irgendwelche Sachen, ich sage, das führt, glaube ich, nur zu Mord und Totschlag. Und das mache ich dann lieber mit mir alleine aus. Ja, und dann hat man sich 24 Stunden Bedenkzeit erbeten und nach 12 Stunden kam dann aber schon der Anruf, also gleich am nächsten Morgen, okay, dann mach's einfach. So. Und so ist das entstanden. Und ich glaube deswegen, also um auf deine Frage wieder zurückzukommen, deswegen ging das relativ einfach, weil ich, wie gesagt, das Buch auch selbst geschrieben habe. Und dadurch wusste ich, ich wusste ja, ich hatte mich ja im Kopf dabei. Ich wusste, was ich spielen will. Ich habe auch die anderen Leute, also ich hatte immer konkret wirklich die Figuren schon im Kopf, die Schauspieler im Kopf, die das letztendlich dann gemacht haben.
Ja, und deswegen gab es da keine Verzögerung oder so. Also wir waren eigentlich normalerweise, ich sag bei solchen Erstlingswerken, da überzieht man ja immer gerne so den Arbeitstag. Also angesagt sind 8 Stunden und man hängt dann in Stunde 13 immer noch irgendwo in der Gegend rum und kommt nicht zu Potte. Und das gab es aber bei mir nicht. Also ich glaube, wir haben nur 2-mal überzogen an diesen 20 Drehtagen. Wow. Dann waren alle zufrieden. Ja, war okay. Aber es lag auch daran, wir teilweise konnten wir viele Sachen nicht nochmal machen, weil wir kein Material mehr hatten. Aber man merkt, dass so irgendwie diese Energie, dass das kommt durch, finde ich. In Doris Dory spielt auch im Film. So noch einer. Ja. Kreis, genau. So irgendwie. Ja, das war dann, also bei dieser kleinen Rolle, da ist zum Beispiel, also meine Zahnärztin, da hatte ich an eine Freundin von mir gedacht, und als dann aber die Absage kam, dass Doris das nicht machen, dass sie nicht möchten, dass Doris Dörrie das macht, ich hatte sie natürlich vorher gefragt, ob ich sie vorschlagen kann, und sie hat ja gesagt, weil sie das Drehbuch sehr mochte. Da habe ich dann gesagt, nee, das geht nicht, da musst du mindestens irgendeine Mini-Rolle übernehmen. Und dann ist sie extra für diese Zahnärztin sozusagen eingeflogen. Und im Hintergrund, die Szene ist ja nur zwischen uns beiden, und am Schluss kommt dann die Zahnarzthelferin zur Tür rein und sagt, Frau Wurzel ist draußen, kann ich sie reinschicken? Und das ist meine Schwester zum Beispiel. Ah. Weißt du? Und so, aber ich sage, so ist der ganze Film. Also es sind alles Freunde, Bekannte, Verwandte, die dann da irgendwo zu sehen sind. Und ja, aber so kam es zu diesem Kurzauftritt von Doris. Und da war ich total froh, dass sie wirklich nur deswegen angereist ist, das gemacht hat, und ist am selben Tag wieder nach München zurückgeflogen. Wow, ja, das ist echt, es ist so ein schönes Geschenk so für Filmliebhaber, so diese Szene und alle diese kleinen verschiedenen Witze, wie gesagt, dass man so, die sind so versteckt, und man dann so beim zweiten, dritten Mal den Film anschauen, dann entdeckt man so diese tolle kleine Geschenke. Eine letzte Frage, und eigentlich hast du das schon ein bisschen beantwortet, weil ich wollte gern wissen, so was steht als nächstes dran und ob du ein Traumprojekt hast. Und jetzt hast du uns erwähnt von deinem Musical-Projekt, so dass ich hoffe nicht. Ja, so eine CD ist klar. Aber sag uns so, was du zunächst hast, und auch, also können wir so erwarten noch einen Film von dir, so, wo du als nochmal so als Regisseur und Schauspieler und auch was schreibst, so noch eine Tour. Naja, gut, also einen Film habe ich ja danach noch gemacht, der heißt Weiber. Ich glaube, den fandst du nicht ganz so. Was? Du weißt, ich liebe diesen Film auch, und ich finde, du hast so einen kleinen so Roll da drin. Und was ich so gern mag, ist so, es ist immer so genau, was du vorher gesagt hast, so warum muss eine schwarze Schauspieler, schwarze Regisseur immer über Racism oder sowas? Und hier hast du eine wunderbare Geschichte von drei Schwestern, das ist so eine Dark Comedy, und ich finde, das ist auch so wirklich underrated Filme. Nee. Das ist gut, das hat wieder mit den deutschen Sehgewohnheiten zu tun, beziehungsweise also diese Filme müssen ja immer, und das hat eben Zurück auf Los nicht, und auch die Weiber, also Sisters im Prinzip im Englischen, die Filme haben keine Moral. Ich bin nicht jemand, der immer den Zeigefinger hebt und sagt, ich zeige euch jetzt, wie man das schlecht macht, und dann verrate ich euch die Lösung, damit dann alles gut wird oder so. Das finde ich so langweilig am deutschen Film überhaupt. Ja, also diese ganzen, wo ich dann mal sage, das ist Bildungsfernsehen, Leute, was ihr macht. Lasst doch die Menschen selber denken. Es ist, wenn etwas böse ist, dann kann es doch böse bleiben. Es muss nicht gut werden. Ja, wenn etwas passiert, dann lasst es passieren. Ihr müsst nicht immer erklären, warum etwas passiert. Das funktioniert ja im normalen Leben auch nicht. Und so ist Weiber, genau so. Also es geht eigentlich auch mitten rein in die Geschichte. Und dann sieht man diesen drei Frauen zu, und es geht wieder raus aus der Geschichte. Ja, und es gibt kein Ende, es gibt kein Happy End in dem Sinne, es gibt nur ein Weiterleben in dieser Großstadt. Ja, und
Ich guck mal, also mir ist im Hinterkopf eine kleine Geschichte gewesen, die habe ich auch zur Förderung, zur Drehbuchförderung eingereicht, aber da passierte dann auch das, auch typisch deutsch, dass es abgelehnt wurde, weil es nicht relevant sei in der heutigen Zeit. Das war eine Geschichte, die ich schreiben wollte über diese ganzen prostituierten Männer im Tiergarten, also in Berlins größten Park in der Mitte, also vergleichbar vielleicht mit dem Central Park in New York, gibt es ganz, ganz viele Flüchtlinge, Syrer oder Iraker oder sonst was, die sich prostituieren. Die sind nicht mal schwul, ja. Und die versuchen da irgendwie ihr Geld zu kriegen, weil sie nicht arbeiten dürfen, weil der Aufenthaltsstatus nicht geklärt ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und da wollte ich eine Geschichte drüber schreiben, über einen Uni-Professor, der sich in einen von diesen Flüchtlingen, von diesen nicht schwulen Flüchtlingen verliebt. Und da kam sofort, nein, also das ist keine relevante Geschichte in dieser Zeit. Das wirkt zu ausgedacht und so weiter und so weiter und so weiter. Obwohl ich einen Zeitungsartikel darüber, der im Tagesspiegel hier erschienen ist, in der Berliner Zeitung, mit beigelegt hatte, dass ja diese Fälle passieren. Also dass das eben nachts da in dieser Cruising Area, wo es ordentlich zur Sache geht, dass sich da hauptsächlich Flüchtlinge rumtreiben inzwischen, die irgendwie versuchen, den ein oder anderen Euro zu verdienen. Ja, und bei solchen Sachen, also wenn dann so diese typisch deutschen Bewertungen kommen von diesen Förderungsanstalten, da hebe ich dann immer gleich die Hände und sage, okay, dann brauchst du noch eine Weile, aber dann mache ich es selber. So ist ja bei den, die Weiber sind genauso entstanden oder Zurück auf Los. Das sind Filme, die nicht gefördert worden sind. Und deswegen sind die dann verdienen dann nicht die Aufmerksamkeit oder kriegen nicht die Aufmerksamkeit, weil die werden automatisch klein gehalten, weil sie sind außerhalb des Systems produziert. Und wenn das jeder machen würde, wo kämen wir denn dann hin? Weißt du? Und deswegen war es ganz schwer, auch mit Weiber ich bin in ein paar Programmkinos gekommen, aber es waren halt nur 5 oder 6. Also ich kriege ihn auch nicht auf Amazon oder bei Apple unter oder sonst wie, weil mir fehlt dann da irgendjemand, der so eine Pakete schnürt und diese Filme mit reintut. Und ich glaube auch Zurück auf Los wird jetzt, glaube ich, nicht mehr auf DVD. Also wenn nur als Tipp, dann muss man ein paar aufkaufen. Der wird nicht mehr angeboten, weil ich glaube, die Musikrechte ausgelaufen sind. Ich bin nicht ganz sicher, aber da war jetzt mal irgend so eine Anfrage, wie es denn damit aussieht. Die kann ich natürlich nicht beantworten. Ja. Aber naja, das sind dann halt alles solche Sachen, die einem ein bisschen im Wege stehen. Aber momentan, wenn diese Pandemie vorbei ist, ich spiele ja eigentlich momentan Theater in 3 Hauptrollen. Ja, und aber ich spiele halt nicht. Ich muss die Sachen erstmal alle dann wieder hochholen. Also nächsten Monat geht's los mit Miss Daisy und ihr Chauffeur. Das ist eine Inszenierung, die ich selber gemacht habe. Hier in Berlin am Kleinen Theater ist ab Juli wieder, da sind 6 Vorstellungen. Dann spiele ich in Hamburg in der Addams Family, in dem Musical, den Mr. Mel Beinecke. Dann spiele ich in Ich bin nicht Rappaport. Eigentlich fällt mir gerade auf, alles amerikanische Stücke. Ja, dann spiele ich in Ich bin nicht Rappaport, spiele ich den Mitch Carter. Das ist true. Wir haben tatsächlich eine schwarze Schauspieler gefunden, der das machen kann. Siehst du? Außergewöhnlich, ja. Nee, das mache ich aber schon seit 2 Jahren, beziehungsweise 1 Jahr, 1,5 Jahre konnten wir jetzt nicht spielen, aber an den Hamburger Kammerspielen mit großem Erfolg. Also es ist eine richtig schöne Inszenierung. Wir beide da im mein wunderbarer Kollege Peter Bause, der 80 Jahre alt ist, und ich halt im Central Park, wie wir uns hassen und lieben und nicht ohne einander können, aber miteinander auch nur von einer Schwierigkeit in die nächste tapsen, und ist eine tolle Inszenierung. Also ich freue mich, wenn das alles wieder stattfinden kann. Ach, ich auch. Das ist ein Grund, wirklich nach Hamburg zu kommen. Das will ich auf jeden Fall sehen. Ja, Pierre, ich kann dir nicht genug danken.
Das ist immer eine Freude. Und wie gesagt, diese Conversation werde ich jetzt vor ein paar Stunden genießen, weil ich werde zurückblicken, alle die wissenden Sachen. Das ist ja lieb. Okay. Ja, ich gehe jetzt ins Studio und lese einen Roman ein, heute noch ab 17 Uhr bis, ich weiß nicht, Ultimo, bis nachts um 12, schätze ich mal, werde ich brauchen, so ein paar Kapitel. Aber es macht Spaß und es hat wieder was mit Arbeit zu tun. So langsam gewöhnt man sich wieder dran an diese ganzen Sachen. Das ist schon nicht zu unterschätzen, wie es einem gefehlt hat, ja, also wirklich was machen zu können. Well, vielen Dank auch für deinen Film Zurück auf Los. Kannst du vielleicht so das letzte Wort, wie beschreibst du das an Freunde, wenn die das nicht gesehen haben? Ich meine, vielleicht alle deine Freunde haben das gesehen, weil die auch irgendwie da mitgespielt haben, aber wie Ich sage dann immer, kommt, nehmt mal euer Handy raus, geht mal auf Wikipedia, da steht alles. Nein, das ist eine kleine, feine Geschichte, sage ich immer, mit witzigen Schauspiel. Ihr seht mich da noch, ohne dass mein Kinn hängt. Also ihr könnt mich, wenn ihr mich sehen wollt, wie ich jung aussehe, guckt da rein. Und auch all die anderen. Also man sieht ja, man merkt dem Film ja auch das Familiäre an. Also das hat schon großen Spaß gemacht. War schon klasse. Toll. Vielen Dank, Pierre. Und danke auch für alles und für alles, was jetzt kommt. Wir freuen uns drauf. Ja, schauen wir mal. Alles ja. Klar. Gut. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.